hallo. Wie ihr seht, schaut es ein bisschen windig aus. Meine romantische Vorstellung war ursprünglich eine schöne Bergszene mit dem Bergsee im Vordergrund. Wunderschöne Spiegelungen. Als wir aufs Wetter-App geschaut haben, wussten wir eigentlich schon, dass das nichts wird. Und wie wir beim vorderen Gosasee dann angekommen sind und gesehen haben, dass auch lokal wirklich sehr windig ist, haben wir uns von der Vorstellung quasi schon verabschiedet. Trotzdem gibt es bei jedem Wetter und bei allen Verhältnissen irgendwas Spannendes oder was Lohnendes zu fotografieren. Und natürlich auch hier. Und ich habe da jetzt schon ein paar Motive entdeckt, ein paar mögliche Motive. Also ich finde, das ist so ein bisschen ein kleines Patagonien da. Das ist einfach so eine wunderschöne Bergkette. Der See im Vordergrund, das Eis, der Gletscher dahinter oben, also ein Stückchen sieht man davon. Die Farbe vom Wasser gefällt mir einfach extrem gut, das Türkisblaue. Und da habe ich eben schon ein Motiv gefunden. Wie gesagt, ich möchte mit dem Ultraweitwinkel oder mit dem Weitwinkel eben den Vordergrund verstärken, das schöne Eis mit den Blättern der Buchen im Kontrast einfangen und eben da spannende Motive finden und fotografieren. In der ersten Aufnahme, die ich euch zeigen möchte, habe ich den Polarisationsfilter verwendet, um teilweise die Reflexionen zu reduzieren, vor allem im rechten und im linken unteren Bereich. Die Spiegelung der Bergspitze bleibt erhalten, weil es ein sehr wichtiges Element darstellt. Der Berg im Hintergrund ist sehr dunstig, das kommt unter anderem vom Sahara-Staub. Das kommt uns zusätzlich zugute, weil dadurch noch mehr Tiefe entsteht. Es leuchtet alles und wir haben einen Kontrast zwischen warmen und kalten Farbtönen. Also auf dem Rückweg sind wir nochmal stehen geblieben, weil wir so einen so wunderschönen Platz gesehen haben. Wie meine Frau und ich das erste Mal da waren gemeinsam, da sind wir genau an dem Platz mit dem Boot gefahren. Es ist aktuell so wenig Wasser im See, dass dieser Platz jetzt völlig trocken ist. Also ich hoffe, dass das zur Schneeschmelze dann wieder ansteigt und dass der See wieder sein ursprüngliches Niveau hat. Aber grundsätzlich gibt uns das aktuell die Möglichkeit, dass wir so coole Strukturen und so coole Dinge wie den wunderschönen Stamm, der normalerweise unter Wasser ist, fotografisch festzuhalten und als Vordergrundmotiv zu nutzen. Und ihr seht es vielleicht ein bisschen im Hintergrund, es ist extrem viel Sahara-Sand in der Luft. Das heißt, es ist alles sehr diesig. Ich habe mir da jetzt gedacht, bei dem Stamm eben, dass ich den als Vordergrundmotiv einbaue. Ich mache da noch eine helle Aufnahme davon und dann zeige ich euch das einmal, wie das ausschaut. Also ich habe da jetzt nur schnell mit der ISO nach oben gedreht und so ungefähr schaut das aus. Also ich habe da im Vordergrund eben den wunderschönen Stamm und dann dahinter die Bergkette und ich blende euch dann natürlich auch das fertige Bild ein. Und das sind so Motive, auf die ich dann schauen möchte. Ich habe es ein bisschen dunkel aufgenommen, damit die Infos am Berg im Hintergrund drauf sind und eingefangen werden können. Aber das sind die Motive, nach denen ich Ausschau halte. Also ich möchte eben die besonderen
Gegenstände im Vordergrund, also die besonderen Wurzeln und Steine, die mit so einem Schlamm überzogen sind, also mit so einer brüchigen Struktur überzogen sind, und die möchte ich eben einfangen gemeinsam mit der Umgebung. Und da schaue ich ein bisschen herum, was ich da so finden kann. Das schaut auch sehr schön aus da. Das ist ein weiterer Wurzelstock, also das ist halt so Thema des Abends, Wurzelstöcke. Und die Schwierigkeit ist, dass die von der Position her, also was ist schon ideal, aber die Schwierigkeit ist, dass die teilweise sehr unordentlich sich befinden in einer unordentlichen Umgebung. Das heißt, ich habe da jetzt einerseits den schönen Stein da und die schönen Steine auf der anderen Seite. Aber auch wenn die Steine an sich schön sind, heißt es nicht, dass sie nicht vielleicht ein bisschen stören in meiner Komposition. Und ja, jetzt bin ich halt so am Schauen, wie ich das arrangieren kann, dass ich trotzdem die Elemente Wurzelstock, Steine, Baumkette in der Distanz, Berge, alles in ein Bild bringen, das klar erkennbar ist, was ich möchte. Also das ist ja so die Schwierigkeit bei der Komposition, oder das ist so die große Herausforderung bei Kompositionen, dass man tatsächlich auch darauf achtet, wie sie die Elemente miteinander verhalten, also in der Wechselwirkung. Ich habe da jetzt eben 2 Sekunden Timer eingestellt. Den Bildstabilisator habe ich für das Motiv ausgeschaltet, weil wenn ich am Stativ bin, dann ist der Bildstabilisator grundsätzlich weg. Eine Ausnahme davon ist nur, wenn es wirklich extrem windig ist, dann habe ich teilweise ja schon Aufnahmen mit Bildstabilisator vom Stativ gemacht, aber grundsätzlich schalte ich ihn aus. Ich weiß, viele Hersteller sagen, die Kamera erkennt es selbst und bla bla bla. Ich schalte ihn immer aus, weil da bin ich mir sicher, dass er dann aus ist, wenn er aus sein sollte. Das Licht ist mittlerweile so sehr schön. Zum Sonnenuntergang haben wir uns jetzt entschieden, dass wir wieder nach vor gehen. Es wäre nicht ganz verantwortungsvoll, wenn wir noch bis zum Sonnenuntergang bleiben würden. Und deshalb haben wir jetzt entschieden, dass wir früher zurückgehen. Sonnenuntergang ist jetzt da, liegt jetzt bereits hinter uns, und der Berg selber hat jetzt nicht wirklich ein Licht bekommen, ist aber voll in Ordnung. Ich habe mich deshalb dazu entschieden, dass ich bei dem Platz bleibe, weil mir die Komposition echt gefällt. Wenn ich dann schon eine gute Komposition habe, dann macht es natürlich Sinn, dass man auf ein schönes Licht wartet. Wenn ich das mit einem guten Licht kombinieren kann, dann habe ich natürlich ein extrem gutes Bild. Also soweit die Theorie. Häufig ist es dann auch so, dass man noch keine gute Komposition hat, und dann wird das Licht richtig schön, und dann sucht man verzweifelt nach einer Komposition und macht halt einfach irgendwas. Und das hätte ich in dem Fall vermieden, weil ich früh genug da war. Ich möchte mich für heute verabschieden. Danke, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.